Wir leben Wrestling. Vince will neue Stars pushen. Dave Meltzer berichtet, dass Vince McMahon nach der Serie von Ausfällen mehrerer Topstars nun seinen Fokus auf den Aufbau neuer Stars legen will. Der Bericht kommt wenige Wochen, nachdem Paul Heyman seines Postens als Executive Director von Raw enthoben wurde. Über Heyman wurde von mehreren Quellen berichtet, dass er McMahon einen Plan präsentiert habe, mit dem er Monate brauche, um neue Stars aufzubauen. Allerdings sei er mit seinen Versuchen, jüngere Stars zu pushen, häufiger am Chairman der WWE gescheitert. Auch dass die Main-Event-Szene von Raw und SmackDown in den letzten Wochen von Randy Orton, Big Show, Sheamus und Jeff Hardy dominiert wurde, scheint dem Bericht in Teilen zu widersprechen. Mit Matt Riddle konnte zumindest bei SmackDown ein neuer Name für Aufsehen sorgen. Vince McMahon sei der Auffassung, dass die Corona-Pandemie die Zeit sei, um neue Stars zu kreieren. NXT-Wrestler müssen zwingend bei Aufzeichnungen dabei sein. Fightful.com berichtet, dass es den NXT-Wrestlern derzeit nicht mehr freigestellt ist, ob sie zu den TV-Tapings von Raw und SmackDown erscheinen wollen oder nicht. Stephanie McMahon hatte vor wenigen Tagen noch betont, dass niemand zu seiner Anwesenheit gezwungen wird. Nachdem nun diverse Wrestler darum baten, die Tapings auszulassen, sei nun aber mehreren von ihnen gesagt worden, dass ihre Abwesenheit keine Option sei. Möglicher Singles-Push für Big E? Derzeit kursieren Berichte über einen möglichen Sommerpush von Big E als Einzelwrestler. Erste Ansätze dazu waren bereits in der aktuellen Ausgabe von SmackDown zu erkennen. Welche konkreten Pläne es für den 34-Jährigen gibt, ist allerdings noch nicht bekannt. SmackDown-Rating stabilisiert sich. Die aktuelle Ausgabe von SmackDown wurde im Schnitt von knapp 2 Millionen Zuschauern gesehen. Das sind etwas mehr als 3% im Vergleich zur Vorwoche. Ein spannender Randaspekt ist in dieser Woche, dass weder Raw noch SmackDown die Werte von AEW in der Zielgruppe von Frauen im Alter von 18 bis 34 erreichen konnten. Damit ist es das erste Mal überhaupt, dass AEW beide WWE Mainshows in einer sogenannten Schlüsseldemografie besiegt hat. Wenn ihr Lust auf coole Zusatzformate habt und Spotfight gleichzeitig unterstützen wollt, dann werdet jetzt Kanalmitglied. Liked gern dieses Video und schreibt uns eure Meinungen. Und wenn ihr euch außerdem für aktuelle Wrestling-Analysen interessiert, schaut gern mal drüben auf dem Spotfight-Podcast-Channel vorbei.